sitzen im Schneeglemüset in Tyburon. Tyburon. Ja. Und dieses Haus wurde gebaut von dem Herrn Alfred Pettersen. Alfred Pettersen. 1949 hat er damit angefangen. Und 25 Jahre, ne? 25 Jahre hat es gedauert. Ja. Bis es fertig war. Und das Haus besteht aus lauter Muscheln und Schnecken. Und es gibt kein Konzept. Der hat sich das einfach so einfallen lassen und freie Schnauze sozusagen bestückt. Und er wollte halt eine Touristenattraktion hier in dem Ort haben. Hat er auch geschafft. Ist berühmt geworden, hat in Filmen mitgespielt. Königin Margarete war sogar hier gewesen. Ja, und jetzt sitzen wir hier und werden Kaffee trinken. Für mich gibt es einen Kringel und für Michael gibt es ein Eis. Ja. Willkommen, liebe Videofreunde, auf dem Kanal von Claudia und Michael Living and Travel. Ja, wir sind jetzt losgefahren, vor 4 Tagen schon, nach Dänemark.
und haben schon ein paar schöne Erlebnisse gehabt, von denen wir euch jetzt mal kurz berichten wollen, bevor wir die Reihenfolge vergessen, wo wir überall waren. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Angefangen hat, wir sind an Nord-Ostsee-Kanal gefahren von Cottbus und wir wollten eigentlich zu dem In Rendsburg. in Rendsburg. Ja. Zu dem Stellplatz da. Ja, da war alles gerammelt voll. Ja, Warum? Sonder. Pfingstsonntag. Haben wir uns schon gedacht irgendwie, da waren wir bei noch einem anderen. Da hätten wir einen kriegen können, direkt an der Entsorgungsstation. Ja, so ganz so prickelnd fand ich das jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wir haben uns dann entschieden, weiterzufahren, weil Michael hatte einen sehr schönen Stellplatz ausgekundschaftet und das war in Fischerhütte. Ja, wir hatten ja erst mal überlegt, auf diesen Flugplatz eventuell zu fahren in Rendsburg. Und dann hatte ich noch mal geguckt. Schachtholm. Und dann hatte ich noch mal geguckt. Und da war ein Stück weiter, eine halbe Stunde weiter, war ein Stellplatz eingezeichnet. Fischerhütte, den gibt es noch nicht lange. Das ist ein Pärchen, die bauen sich da ein Haus aus zu Ferienwohnungen und haben da sind nur zwei Plätze, die es da gibt. Ja. Du kannst im Internet vorher gucken, ob die Plätze frei sind oder nicht. Deswegen haben wir das gemacht. Genau. Und du stehst direkt am Kanal und Und wie macht man das mit der Ampel, wenn man da ankommt? Da muss man ja, ja da noch. hast, also wenn du bei denen auf die Webseite gehst, siehst du, gibt es rot, also wie eine Ampel, rot, gelb, grün. Rot heißt beide Plätze belegt, gelb heißt einer belegt, grün beide Plätze frei. Kann sich natürlich ändern, wir waren eine halbe Stunde weg. Und wenn du da dann parkst, da ist, wo du dein Geld einwirfst, ist rechts davon ist so ein Kästchen und da drückst du drauf. Wenn du der Erste bist, drückst du auf 1, wenn du der Zweite bist, auf 2 und dann schaltet das im Internet um auf gelb und auf rot. Also eine sehr gute Lösung fanden Ja. wir und ein ganz, ganz nettes Ehepaar Ja. kam sofort an, haben auch alle beide begrüßt uns, die wir da Ja. gestanden haben und haben auch mit uns gesnackt, gell? Ja, die sind aber nicht aus Norddeutschland. Nee. Und haben sich mit uns unterhalten, waren sehr, sehr nett gewesen und der Platz ist total schön. Du stehst direkt am Kanal, da fährt auch gleich die Fähre. Die tuckert da so ein bisschen rum, also wenn das stört, also mich hat es nicht gestört. Nee, überhaupt nicht. Und du hast auch Strom. Wenn du haben willst, kriegst du Und Strom. Wasser auch. Wasser kriegst du auch, ja, musst du fragen, weil der Wasserhahn ist draußen abgestellt, musst du mal klingeln, dann kriegst du so ein Schlüsselchen, dann kannst du dann Wasser machen, ablassen kannst du nichts. Nee, und Entsorgung, Toilette auch nicht. Nee, das ist nicht. Ja. 13 Euro kostet der Platz. Ja. Und am nächsten Morgen sind wir dann zum Bäcker gefahren, Also da der in der Nähe. kostet bis 6, nee, wie war's, bis 5 Meter kostet er 9 Euro. Ach so, Und ja. jeder weitere Meter 2 Euro mehr. Und Ja. da wir 6,40 haben, mussten wir 4 mehr, sind 13. Ja, so war's. Ja. Ja, und nächsten Morgen sind wir dann in der Nähe zum nächstmöglichen Bäcker gefahren Ja. und haben uns Frühstück geholt und dann sind wir mit der Fähre, also sind wieder zurückgefahren und sind mit der Fähre auf die andere Seite rüber gefahren und da haben wir uns hingestellt und haben schön draußen gefrühstückt, Ja, haben es Schiffchen uns mit gut gehen zu. Ja. lassen, zugeguckt, schön so ein Ja. Stündchen, bevor wir losgefahren Ja. sind. Das war schön. War sehr, sehr Die schön. Fähre kosten nichts. Die kosten am ganzen Nord-Ostsee-Kanal nichts, die Fähren. Und Ja. da kannst du den ganzen Tag hin fahren, wenn du Ja, hat er willst. gesagt, wenn Sie wollen, können Sie mit der fahren. Ja. Also gut, also das war sehr, also schon mal ein sehr guter Start. Und dann ging es weiter. Wie sind wir dann gefahren? Naja, nach Dänemark halt. Aber über Landstraße. Wir sind Ja, nicht genau. Autobahn gefahren, wir sind über Husum und Ding. Ich hatte keine Lust, Autobahn zu fahren. Genau. Also wir blenden euch das ja immer vor jeder Tour ein, wo wir lang fahren mit Google Maps. Da könnt ihr schauen, wo wir lang gefahren sind. Ja. Und dann sind wir gefahren bis, oh, wie wird das ausgesprochen? Hiwe Sand. Ja, Ja, so irgendwie irgendwie. so. Ja. Und da gab es einen Stellplatz am Wasser. War recht windig auch an dem Abend, wie auch heute. Und der hat gekostet 20 Euro. Sie kannst bezahlen entweder 1 Euro, 20 Euro oder ich glaube 150 dänische Kronen. Musst du Bargeld dabei haben in Scheinen. Das legst du in einen Umschlag, füllst so einen Zettel aus, wie du, also dein Auto, bop, 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 und dann legst du das da in den Briefkasten. Und
Also mit Karte bezahlen oder so ist nicht. Musste Bar dabei Ach haben. so, das wusste ich gar nicht. Ja, du Nee, hast das ja gemacht. Ja, das ist das gut, dass geht du es nicht. nochmal sagst. Es gibt eine Toilette, die war sauber, da gibt's Ja. nichts. Die ist allerdings für den ganzen Stellplatz da, diese Toilette. Naja gut, das ist. Die meisten haben ja ihre eigene sowieso dabei. Ja. Du kannst entsorgen und versorgen, Ja. das geht auch. Und Wasser gibt es auch. Versorgen ist Wasser. Ach so. So, Strom? Nee. Nee, Strom Strom gibt gab's es, glaube nicht. ich, keinen. Nee. Also auf jeden Fall nicht da, wo wir gestanden haben, war Nee, nichts. ich habe auch nichts gesehen. Strom gab es, glaube ich, nicht. Nee, ist an sich kein schlechter Platz, wenn man da steht. Du stehst So, für direkt eine am Nacht Ost, ist das ja. okay. Ja, am nächsten Tag sind wir dann weiter Richtung Norden gefahren, immer an dieser Küste da entlang. Und dann haben wir Stopp gemacht bei den Sandskulpturen. Ich schreibe euch den Link unten drunter. Das ist wirklich lohnenswert, sich das anzugucken. Toll, wirklich toll. Ist natürlich, was weiß ich, in 2 Monaten wird nicht mehr viel davon da sein oder so. Die sagen, 3 bis 4 Monate hält das. Ja, und da steht ja jetzt schon eine Steht Zeit schon, lang. ja. Und der Wind im Moment, Regen ist scheinbar nicht so das Problem, weil wir gedacht haben, nein, da fällt der ganze Kerschen Nee. zusammen, aber nee, das ist Das auch ist von nur innen wohl, wird das sowieso feucht feucht gemacht, und nur ja, die weil, ja. äußere Schicht ist dann die trocknet und innen drin bleibt das wohl irgendwie Ja. feucht. Aber also mega gigantisch cool, 26 Nationen, die dort dran 16. beteiligt. 16 Nationen, Nein, ein paar mehr. Ist egal. die da beteiligt waren. Also es war Wahnsinn. Ich habe es mir direkt mal aufgeschrieben. Also ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben: Lettland, Litauen, Polen, Schweden, Finnland, Norwegen, Holland, Kanada, Australien, Ungarn, Irland, Kenia, Florida, Frankreich, USA, Tschechien. Und ich habe nichts von Dänemark gefunden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich nehme mal an, dass die auch daran beteiligt waren. Keine Ahnung. Oder vielleicht richten die das halt eben her. Das war auch interessant von draußen zu sehen. Das halt mit Fotos, wie sie das aufbauen, das ganze Ja. Gerüst dort und so. Es war der Hammer. Also ich fand es total klasse. Ja. Mir waren beide sehr beeindruckt gewesen. Das ist wirklich lohnenswert, kostet 20 Euro pro Person. Nein, für beide. Für beide, okay. Ja, und von dort sind wir weitergefahren. Wo waren wir denn noch gestern? Snacklerus. Ach ja, wir waren im Snacklerhus. Ja, also das war total schön. Wir haben es uns schmecken lassen und niedlich das Häuschen, ne? Ja. Und dass sie das auch so aufrechterhalten und als Tradition, also das fand ich total süß. Und dahinter, direkt dahinter, also wenn man da steht auf dem Parkplatz von dem Snacklerhuset, Da gibt es zwei. Also wir waren auf dem direkt am Snacklerhuset, dem ja. Parkplatz. Es gibt noch einen weiter weg. Aber wenn du auf dem bist, der direkt vor dem Snacklerhuset ist, dann, wenn du dann über die Düne Ja, wenn gehst. wir über die Dünen einfach drüber gehst, Ja. hinter dem Haus sind diese Bunker. Teil, da Und gibt es noch Teil dieser mehr. Bunker, Ja, ja. Wir gibt es haben noch uns mehr gestern hier an noch der angeguckt. Küste. Also das war sehr interessant auch. Michael war in einem drin, ne? Ja. Ja. Ist da reingekrabbelt und also das war auch die Küste schön und dann diese Dinger da, die da am Strand stehen. Also das ist schon auch beeindruckend, muss ich sagen. Also das lohnt sich auch mal Ja, anzuschauen. die haben es auch scheinbar versucht zu sprengen, aber das hat nicht hingehauen. Aha. Da sind überall die Löcher drin, wo die Sprengladung reingemacht haben. Aber das ist nur ein Ach, Teil. und ich habe gedacht, das kann ja keine Geschosse gewesen sein. Das wäre ja sehr, Genau, ja, ne? genau, habe ich noch Nee. so gedacht, ja. Da haben sie versucht, scheinbar zu sprengen, aber da ist nur so ein Pump, das war's. Das sind ein paar Kaventsmänner, mein lieber Schwan, ne? Ja. Also die sind so massiv und riesengroß, also das ist schon ordentlich. Also das haben wir uns gestern auch noch angeguckt und dann sind wir jetzt hierher gefahren. Ich weiß nicht, wo wir sind. Du auch nicht. Strand, irgendwie Strand heißt das Ding hier. Strand, Velby, das ist so ein Picknickplatz hier. Da gibt es nichts, aber das ist ja auch kein Stellplatz oder Total irgend. schön, Du ganz stehst hier an idyllisch. so einem See und Wie so eine Bucht ist das, ne? ja, Bucht oder See oder was weiß ich. Ja. Da kannst du auch schwimmen gehen, da ist so ein Ponton, da kannst du ins Wasser hüpfen, wenn du Ja, willst. Und es ja. steht auch nirgendwo ein Schild, dass du hier nicht stehen Und wir darfst. haben hier sehr gut gestanden. Ja. Haben einen super, super schönen Platz gehabt, da gestern hier ganz alleine. Und außer wir hatten noch ein bisschen Zuschauer hier gehabt. Und Ja. die lieben Kühe,
die dann kamen. Und die waren so putzig, die waren so neugierig, die sind richtig angerannt gekommen. Ne? Ja, also das gucken, war zu goldig. Und gut, dass wir gestern Abend nochmal haben die Drohne hier ein bisschen fliegen lassen, weil heute wäre es überhaupt gar nicht möglich, weil es ist jetzt, jetzt hat es busy nachgelassen, aber es war sehr stürmisch heute. Ja. Heute Morgen. Ja, jetzt geht's für uns weiter in Richtung Norden. Wir wollen ja bis nach Skagen hoch und machen aber heute nochmal eine Zwischenstation und da gibt es so einen Leuchtturm. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich schreibe das dann wieder unter das Video drunter. Ja, und da wollen wir jetzt heute hinfahren. Ja, mal einen Stopp auf dem Camping machen. Mal alles wieder auf Null fahren. Genau, wollen wir mal Reinigung und alles. Und dann fahren wir mal heute auf den Campingplatz und morgen geht es dann weiter wahrscheinlich nach Skagen. Mhm. Also, bis bald, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schönen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Video. Genau. Ciao. Ciao.